Liebe Rubbelfreunde, mit einem ganz herzlichen Gutkick in die Runde möchte ich euch zum 21. Sonntagsglück auf dem Kanal von Lotto Hessen willkommen heißen. Es ist wieder Sonntagsglück Sonntag und ich werde ein neues Rubbellos wegrubbeln. Darauf habe ich mich schon die letzten 4 Wochen gefreut, liebste Rubbelfreunde. Und heute ist es endlich soweit. Vor mir liegt das neue Rubbellos, welches den Namen Tor trägt. Das ist nicht einfach nur das Rubbellos mit dem Namen Tor, nein, sondern man muss das wirklich gefühlvoll aussprechen, als wenn Deutschland gerade im Finale, sage ich mal, das 1:0 gegen Argentinien schießt. So muss man es aussprechen, liebste Rubbelfreunde. Ja, das 2-Euro-Tor-Rubbellos liegt jetzt vor mir. Ich bin bereit, es wegzurubbeln, aber bevor wir es wegrubbeln, werden wir es natürlich ganz genau unter die Lupe nehmen, liebste Rubbelfreunde. So, dann halten wir das mal hier ganz fein in die Kamera. 2 Euro kostet es, das hatte ich eben schon gesagt. Rubbeln Sie die Torwände frei. Finden Sie einen Fußball hinter einer Torwand, haben Sie den darunterstehenden Betrag gewonnen. So funktioniert das los. Es gibt insgesamt 6 Spiele, somit auch 6 Torwände. Gewinnen bis zu 15.000 Euro. Das ist natürlich eine Stange Geld. Die holen wir uns heute, da bin ich Optimist. Spielregeln, Gewinnwahrscheinlichkeiten und weitere Hinweise, siehe Rückseite. Ja, das werden wir jetzt auch mal tun. Hier haben wir nämlich die Rückseite, hier stehen nochmal die Spielregeln, hier ist die Gewinntabelle und natürlich stehen die wichtigen Hinweise drauf. Die Teilnahme ist ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe unter www.lotto-hessen.de. Ja, der Maximalgewinn liegt bei 15.000 Euro, Mindestgewinn bei 2 Euro. Die Gewinnwahrscheinlichkeit über alle Gewinnklassen dieser Serie beträgt 1:3,83. Jawohl, dann würde ich sagen, ist alles Wichtige vorab gesagt und wir können jetzt mit dem ersten Tor los anfangen, dass wir einfach mal wegrubbeln werden. Insgesamt habe ich 24 Torlose, liebste Rubbelfreunde. Warum 24? Während ich das erste wegrubble, könnt ihr mal überlegen, mal schauen, ob ihr drauf kommt. So, finden wir jetzt den Fußball? Das ist hier die alles entscheidende Frage. Es lässt sich sehr gut rubbeln, das merke ich sofort. Hier haben wir die Eckfahne, Ecke. Okay, das war jetzt die Ecke. 100 Euro wäre es ja gewesen, hätten wir den Fußball erwischt. Hier haben wir die Schuhe. Oder einen Schuh. Besser gesagt, einen Fußballschuh. Hier haben wir eine Stoppuhr, die Zeit. Nachspielzeit ist natürlich auch, ja, oder generell 2x45 Minuten, wer kennt es nicht. Pokal haben wir hier. Hier haben wir jetzt den Pokal, Spiel Nummer 5. Im Spiel Nummer 5 bekommen wir hier einen Fußball zu Gesicht. Nein, einen Fan. Spiel Nummer 6. Hier haben wir den Schiri, 15.000 Euro. Ja, Ecke, Schuh, Zeit, Pokal, Fan, Schiri. All das sind ganz, ganz coole Symbole, die auf jeden Fall im Zusammenhang mit Fußball stehen. Aber die Symbole haben uns jetzt leider nicht hier zum Gewinn verholfen, liebste Rubbelfreunde. Das ist sehr schade. Ja, ich wollte ja jetzt aber auflösen, warum wir 24 Tor-Rubbellose haben. Denn, Rubbelfreunde, was steht denn unmittelbar vor der Tür? Die EM 21 und an dieser EM nehmen 24 Mannschaften teil. Und da habe ich gedacht, das passt ja wie die Faust aufs Auge, beziehungsweise der Fußball ins Tor, dass wir jetzt auf 24 Rubbellose wegrubbeln werden in diesem Video. Ja, hier haben wir das zweite Tor los. Das werden wir jetzt hier in Angriff nehmen. Und hier haben wir einen Stürmer. Ja, da sind wir auch gut ausgestattet. Ich verfolge natürlich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Und auch wenn es sich einrichten lässt, alle anderen, wenn wir so ein Turnier wie die EM haben oder auch bei der WM, bin ich da mit von der Partie. Keine Frage. Stürmer, Schuh und Pokal. Werden wir in diesem Los unseren ersten Fußball zu Gesicht bekommen. Hier haben wir die Schiri, den Schiri Pfeife und ein Trikot mit der Nummer 10. Ist die 10 vergeben? Das weiß ich jetzt nicht. Rubbelfreunde, da seid ihr vielleicht ein bisschen aktueller, informierter und firmer. Wer trägt die Nummer 10 oder hat zuletzt die Nummer 10 getragen? Tor, los, Nummer 3. Da sind wir jetzt schon angelangt. Alle guten Dinge sind 3. Fan. Hier haben wir die Pfeife. Hier haben wir einen Pokal. Rubbelfreunde, die Zeit. Die Zeit läuft. Schiri. Und hier haben wir eine Ecke. Ja, das war leider auch nichts.
das vierte los. Jetzt werden wir aber so langsam ins Dribbling kommen. Und wir rubbeln uns hier zum Tor durch. Der ein oder andere Rubbelfreund hat ja vielleicht schon mal Radio zuletzt gehört. Und da hört man auf einmal, dass jemand sagt, Rubbel, Rubbel, Tor. Und das möchte ich natürlich jetzt hier auch sagen können. Stürmer, Pokal. Und hier haben wir einen Schuh. Der Schuh wieder. Die Zeit. Ecke. Und einen Fan. Ja, das könnte ich sein. Also ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Muss man ganz klar sagen, Rubbelfreunde. So, wir sind beim Los Nummer 5. Schiri. Stürmer. Ecke. Pokal. Nach so Standardsituationen wie einer Ecke könnte es auch mal hier zu einem Tor kommen. Und hier haben wir den Schuh. Ja, Rubbelfreunde, bald geht es ja wirklich schon los. Am 11. Juni ist es soweit, das Eröffnungsspiel. Ich werde vorm Fernseher sitzen. Ich denke, ganz viele von euch auch. Wir werden da ganz gespannt der EM entgegenfiebern, beziehungsweise ja, des Turnierverlaufs. Fan und Trikot. Schuh. Ecke. Und hier haben wir ein Pokal. So, jetzt will ich aber hier einen Fußball sehen. So langsam reicht's mir aber. Pfeife, Schiri. Und hier haben wir den ersten Fußball-Rubbel, Freunde. Ole, 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 ole. 2 Euro, jawohl. So, wichtiger Anschlusstreffer für uns, gar keine Frage. Und jetzt werden hier die Hattricks geschossen. Fußball, haben wir erwischt. Hier haben wir die Zeit. Und hier haben wir noch einen Fußball, weitere 2 Euro und den Stürmer, ein Doppelpack. Jawohl, zweimal den Fußball erwischt. Das sieht doch wirklich sehr schön aus mit dem Fußball. Ja, Rubbelfreunde, wir haben ihn zu Gesicht bekommen. Und das war noch nicht das letzte Mal für heute, das habe ich im Gefühl. So, hier haben wir die Ecke. Die Zeit. Ich sage mal, ab los 20 kann man sagen, das ist Nachspielzeit, Rubbelfreunde. Ich denke mal schon. So, das 9. los. Kein Stürmer, sondern der Schiri. Trikot, die Zeit. Und hier haben wir die Pfeife. Und hier ist ein Fußball. Jawohl, ja. Und es ist ein Doppelpack. Noch ein Fußball. Jawohl, 2 auf einen Schlag haben wir hier ins Netz gelupft. So kann es doch weitergehen. Das ist doch wirklich nicht schlecht. Ich sage mal, für ein einziges Tor, Rubbelfreunde, da sind wir uns natürlich auch fast schon zu schade. Da machen wir immer 2:0, beziehungsweise hier in monetär ausgedrückten 4:2 haben wir da gemacht. Oh, Rubbelfreunde, was ist denn das hier? Ein Fußball und darunter stehen 10 Euro. Jawohl, sehr schön. Ne, Rubbelfreunde, noch ein 10er nachgelegt. Sehr geil. Also das ist jetzt schon eigentlich mein Lieblingslos im Jahr 2021. Muss man ganz klar sagen. 20 Euro haben wir aus diesem schönen Los gerade rausgezaubert. Sehr cool. Jawohl. Weiter geht's, aber ganz heiter geht's weiter. Hier haben wir ein Trikot, ne, Pfeife. Schuh. Schiri. Und hier die Zeit. Die Zeit ist reif. Rubbelfreunde, wir möchten natürlich hier auch so ein bisschen den bildungstechnischen Aspekt, dem möchten wir gerecht werden. Und deshalb habe ich mir mal die Jahre rausgesucht, in denen Deutschland die Europameisterschaft gewonnen hat. Vielleicht wissen das ja manche Fußballcracks auswendig. Ich wusste es leider nicht. Deutschland hat 1972, 1980 und 1996 die Europameisterschaft gewonnen. Von daher kann man sagen, ja, ist der letzte Titel bei der Europameisterschaft ist schon lang genug her. Ich denke, das könnten wir dieses Jahr mal wieder auffrischen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob und wie weit Deutschland kommen wird. Fan haben wir hier. Was sind denn da so... Ja, eure Expertenmeinung, schreibt das gerne mal in die Kommentare.
Wie wird die EM ausgehen? Haben wir hier einen Fußball? Nein, haben wir nicht. Würde mich wirklich interessieren, was ihr da so zu sagen habt und wie da eure Einschätzung ist. Stürmer, hier mal die Pfeife, Pokal, Fan, Zeit und den Schiri. Los Nummer 14 kommt ins Bild rein, gehuscht. Und hier haben wir wieder den Fan, die Zeit und ein Fußball. Jawohl. Stürmer, Pfeife und noch ein Fußball. Sehr schön. Ja, also die Doppelpack können wir schießen, Hobelfreunde. Das haben wir bis jetzt festgestellt. Das ist das Los Nummer 15. Also wir haben noch einiges an Rubbelspaß vor uns. Ein Trikot. Die Ecke. Fan. Pfeife. Dann haben wir hier den Pokal und einmal einen Schuh. So, Dalle. Weiter geht's. Ich bin immer noch bereit. Vorne, ich bin der im Prinzip so ein Libero des Rubbelns, könnte man fast sagen, Rubbelfreunde. Da, wo es brennt, bin ich gerade. Ecke, Zeit und hier haben wir den Fan. Stürmer und Fußball. 2 Euro im Sack, beziehungsweise im Tor. Jawohl, ja. Also, dass wir so viele Fußbälle hier zu sehen bekommen, das erfreut mich sehr. Der Fan. Stürmer. In meiner Jugend habe ich natürlich auch Fußball gespielt. Ich war mal im Tor, dann in der Abwehr. Ich sag mal, alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, liebste Rubbelfreunde, so im Bambini-Segment. Aber dann habe ich die Fußballerkarriere auch an den Nagel gehangen und mich anderen Sachen gewidmet. So. Aber Fußball ist natürlich auch in Deutschland, ist ein Massensport, ne? Und da konnte ich mich dann einfach auf Dauer nicht durchsetzen, Rubbelfreunde. Schuh, Schiri, Stürmer, hier haben wir die Zeit, Pokal und die Ecke. So, Dalle, los Nummer 19. Rubbel, Rubbel und knapp daneben. Hier haben wir den Fußball nicht erwischt. Werden wir den Fußball hier zu sehen bekommen. Ja, Rubbelfreunde, was sagt ihr denn zu dem Los? Da interessiert mich natürlich auch, was ihr von dem Los haltet. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das wird hier natürlich auch alles gelesen. Und hier haben wir die Zeit. Leider kein Fußball. So. Fan, Schiri, Pfeife, Ecke, Zeit, Stürmer. Ganz kurz habe ich bei der Zeit eben gedacht, jawohl, die 15.000 haben wir. Aber die Zeit war um und das war leider kein Gewinn. Ecke. Trikot. Pokal. Stürmer. Fan. Schiri. Es ist Endsport angesagt. 3 Lose sind es jetzt noch. Bislang haben wir schon wirklich ganz feine Tore gesehen. Das steht außer Frage. Bei dem einen Los, also das war ja wirklich, das waren 2 Tore, ja, für je 10 Euro. Das waren die Tore des Monats. Schuh, Trikot, Stürmer, Fan, Ecke und den Schiri haben wir hier erwischt. Das vorletzte Los, Trikot. Und zum Abschluss sehen wir ihn natürlich nochmal, Fußball. Und hier nochmal den schönen Fußball. Jawohl. So, Dalle, wir kommen zum letzten Los dieser sehr erfolgreichen Rubbel-Session. Das muss man einfach ganz klar sagen. Trikot. Schiri. Stürmer. Und hier haben wir die Zeit. Den Pokal. Und
den Schuh. Ja, das Los kommt weg. Rubbelfreunde, was waren das für aufregende Minuten? Ist ja aufregender als im Fußball, kann man fast sagen. Hier sind unsere Gewinne. Wir haben oft zwei Fußbälle auf den Losen entdeckt. Das lief wirklich. Ja, hier haben wir einen einzelnen entdeckt. Aber sonst haben wir ganz viele Zweier gehabt, was mich wirklich sehr gefreut hat. Wir schauen uns die Gewinne einfach nochmal an, weil es so wunderschön war. Hier und das eine Los, das ist natürlich wirklich ein Highlight. Hier, zack, schon wieder, hatten wir schon wieder einen Doppelpack. Und hier auch ein Doppelpack. Und bei diesem Los hier, Rubbelfreunde, ja, da haben wir 20 Euro mitgewonnen. Sehr schön, ja. Das Tor-Rubbellos hat uns hier wirklich beschenkt. Ich sage mal, die Ausbeute ist nicht schlecht. Das sehe ich doch gerne, liebste Rubbelfreunde. Ja, was passiert jetzt mit den Losen? Ich denke, die meisten Stammzuschauer werden es schon wissen. Und für die Rubbelfreunde, die neu eingeschaltet haben, werde ich es natürlich erklären. Geht auf die Facebook-Seite von Lotto Hessen, checkt die Seite ab. Dort gibt es eine Verlosung. Und bei dieser Verlosung könnt ihr diese schönen Gewinne gewinnen und die dann einlösen und euch, wenn ihr möchtet, davon neue Rubbellose kaufen. Das ist doch eine ganz feine Sache, liebste Rubbelfreunde. Jawohl, das war es dann von mir an diesem Sonntag mit einer ganz, ganz, ganz feinen Rubbelei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Dann nutzen wir jetzt die letzten paar Tage noch und fiebern auf den Beginn der EM hin. Das Los, vielleicht noch so ein ganz kleines Fazit. Es passt natürlich wirklich schön zur EM. Das Tor-Rubbellos, das steigert die Vorfreude noch so ein bisschen. Ich bin heiß auf den ganzen Spaß, Rubbelfreunde. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns. Macht's gut.